Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videotutorial auf der sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und in dem heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Wingraph ja die Darstellung der Grafiken und Legenden beeinflussen können und worauf Sie dabei achten sollten. Es geht also in dem heutigen Video letztendlich einmal um diesen zentralen Bereich, den Darstellungsbereich für das System und so. Dann hier unten um die ja, Beschriftung, die Legende letztendlich zu der Darstellung oben und bei den Iso-Linien, Iso-Flächendarstellung ja, wird natürlich auch diese Farblegende letztendlich interessant. Beginnen wir mit der Darstellung des Systems selber. Klassisch ist der Windgraf so ausgelegt, dass er sein System je nach Zoom immer ja Bildschirmfüllend oder ich sag mal Grafikfüllend hier darstellt und dazu passt er entsprechend auch diesen Abbildungsmaßstab entsprechend an so dass das system immer vollständig dargestellt werden kann aber manchmal ist das gar nicht gewollt weil man zum Beispiel sagt ich brauche eine maßstabsgerechte Geschichte um zum Beispiel später noch Sachen rausmessen zu können oder zum Beispiel auch weil man sagt ich habe mehrere Bauteile und möchte gerne auch die Größenverhältnisse dazu zueinander beibehalten ich möchte also diesen Abbildungsmaßstab letztendlich selbe Einstellung dafür haben wir hier die Möglichkeit in den ja, Grafik Layout Einstellungen denn hier im Bereich allgemein gibt es einen Parameter Maßstab. Im Moment ist er angegeben Formatfüllend, entsprechend wird das Druckformat hier so angepasst, dass es die Grafik immer vollständig reinpasst, aber man kann natürlich sagen, okay, nein, ich möchte das ganz gerne im Maßstab 1 zu 100 haben und wenn ich diese Einstellung wähle, wird entsprechend auch die Grafik hier angepasst. Nun kann es natürlich sein, dass man aus Versehen mal ja, zum Beispiel einen Maßstab eingibt, der gar nicht passt, wo das Bild gar nicht mehr reinpassen würde. Ich sage mal hier 1 zu 50, solange ich hier diesen Haken Anpassen drinne habe, würde in dem Moment das System sofort reagieren und sagen, nee, geht nicht, 1 zu 50, wir machen das mal, passt nicht rein und es wird der Maßstab entsprechend angepasst. Gehen wir mal wieder rein. Und sagen, okay, ich bleibe bei, ja, lassen wir es erstmal fest vorgegeben, 1 zu 100. Denn ich möchte Ihnen noch was anderes zeigen. So, im Moment wird diese Grafik hier auch immer zentriert dargestellt in diesem mittleren Bereich. Das heißt, ich habe hier ein Zentrum und dann nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, wenn ich diese Grafik anders platzieren möchte dann habe ich hier eine Möglichkeit, über diesen Schalter diese Platzierung neu festzulegen. Das heißt, ich kann damit ganz klar sagen, ich möchte sie an den oberen Rand verschieben, ich möchte sie an den rechten Rand verschieben, ich möchte sie nach links oben verschieben und entsprechend wird die Darstellung hier so auch angepasst. Ich mache das mal kurz, dann sehen wir das Ergebnis hier entsprechend auch sofort. Gut, manchmal sagt man sich aber, okay, Platzierung alleine ist ja ganz schön. Ich möchte es aber noch zusätzlich ein bisschen nach rechts, nach innen, nach unten verschieben, dann haben Sie hier auf jeden Fall diese Möglichkeiten weiter zur Verfügung. Das heißt, diese Parameter können Sie an der Stelle natürlich mit dieser Auswahl entsprechend kombinieren. Gut, ich bleibe mal bei der zentrischen Darstellung. Und als nächstes, ich gehe da hier erstmal wieder raus und sage format füllend, kümmern wir uns um diesen Bereich hier unten. Hier unten ist ja einmal eine Beschriftung eingestellt. Was sehen Sie gerade? Welche Werte mit Max eventuell sind dargestellt? Diese Information finden Sie hier entsprechend der Grafik, die Sie hier eingestellt haben. Und hier sehen wir gerade, wir haben drei Leer. Wir haben einmal im ersten Leer die Spannungen oben aus dem Lastfall 1 in Lokal X. Dann haben wir einen zweiten Leer angelegt. Da ist die Struktur dargestellt. Deswegen sehen wir auch hier die strichlierten ja, die strichlierte Darstellung der finiten Elemente selber. Und dann habe ich einen dritten Leer. Dort sind ja die Knotenkoordinaten, nämlich die x-Koordinate dargestellt. Das sind dann diese Zahlen, die Sie hier entsprechend sehen. Und immer das, was Sie hier entsprechend einstellen, wird natürlich auch hier unten entsprechend auch in dieser Reihenfolge dargestellt. Problem ist an der Stelle nur, im Moment scheint dieser Bereich zu klein zu sein. Wir sehen zwar noch die Spannung oben in Lokal x, der erste Layer ist da, die Struktur ist auch noch da, aber der dritte Layer, die Information fehlt und das könnte ja auch was anderes sein, außer ja, die X-Koordinate hier. Wie können wir das korrigieren? Gehen wir auch hier wieder rein und sagen, wir wollen an die Legende ran und sagen, die Höhe der Legende wollen wir entsprechend einstellen. Sie braucht mehr Platz und dann kann ich das entsprechend hier zum Beispiel korrigieren und schon habe ich hier entsprechend auch den Platz geschaffen. Bei dieser Legende können Sie natürlich noch viel mehr einstellen. Was haben wir da an Einstellmöglichkeiten? Zum einen können wir sie später auch in das Bild verschieben, das machen wir nachher auch gleich. Aber ich will erstmal hier diesen Bereich ausklappen, denn hier haben Sie die einzelnen ja, Legendenelemente, die Sie jetzt nochmal separat einstellen können. Wir können zum Beispiel sagen, okay, der Text, den wir hier so haben, der ist mir vielleicht zu klein, zu groß, wie auch immer. Dann können Sie hier die Textgröße und die Textbreite oder die Schriftbreite entsprechend einstellen. Sie können aber auch sagen, bei diesem Format hier, bei dieser Darstellung der Legende, ich möchte das Ganze rechtsbündig für die Planfaltung nutzen. Und wenn wir das halt hier einstellen, dann sehen Sie, hat sich das Gesamte hier unten geändert. Kann aber auch sein, dass bestimmte Parameter bei Ihnen nur aktiv sind, wenn wir hier natürlich auch die entsprechende Einstellung gewählt haben. Ich gehe noch mal kurz zurück auf die Legende. Hier sehen Sie zum Beispiel, dieser Punkt ist im Moment gar nicht auswählbar. Und wenn wir später in die andere Darstellung gehen, Legende in das Bild verschieben, macht zum Beispiel diese Planfaltung auch keinerlei Sinn, beziehungsweise sie ist dort wirkungslos. Das hat dann einfach mit den entsprechenden Einstellungen zu tun. Manche Einstellungen sind aber auch, sag mal, deaktiviert, weil im Moment der Wingraph anders eingestellt ist, dass zum Beispiel außenrum der Rahmen und die Seitennummer durch das Programm selber nochmal im Result oder im Report Browser verwaltet wird. Dann sehen Sie die Informationen auch entsprechend hier. Was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir möchten den Maßstab in einer anderen Größe darstellen. Ich gehe mal hier auf 05, meinetwegen, damit der Maßstab etwas größer zu lesen ist. Oder auch ja, das Koordinatensystem können wir hier entsprechend natürlich auch einstellen. Können wir auch hier sagen, wir wollen zum Beispiel dieses Koordinatensystem größer machen. Gut. Oder wenn Sie wollen, Sie können es auch komplett ausschalten. Super. Jetzt gehe ich erstmal zurück und wir springen in diesen ersten Reiter Legende selber. Im Moment wird sie hier unten am Bildrand dargestellt. Ich kann aber auch sagen, nein, dort will ich sie gar nicht haben. Ich möchte sie in das Bild verschieben. Was passiert jetzt? Ich gehe erstmal raus, praktisch mit OK, und dann sehen wir jetzt hier, dass die Legende hier an den oberen Rand verschoben wurde. Jetzt kollidiert sie natürlich hier auch entsprechend mit meiner Legende, ist aber kein Problem. Kann ich auch entsprechend einstellen. Ich könnte erst die Farblegende hier an den Rand verschieben, aber dazu kommen wir später. Ich möchte erst mal sagen, okay, die Legende selber. Was haben wir hier an Einstellungen? Zum einen haben die einzelnen Zeilen hier oder die einzelnen Bereiche, wir haben ja drei Ergebnisse, hier natürlich einen Abstand untereinander, der wird klar dargestellt durch diesen Rand, durch die Randbreite um die Legendenelemente. Wenn ich das also jetzt zum Beispiel mal auf 0,25 mache oder 0,35, dann vergrößert sich der Abstand hier entsprechend zwischen den einzelnen ja, Rechtecken, so will ich es mal nennen. Gut, was haben wir noch für Möglichkeiten? die Bildunterschrift des Lehrers. Natürlich können wir die entsprechend hier auch wieder ja, einstellen, wie auch bei dem anderen, bei der anderen Darstellungsart. Wir können die Seitennummer bzw. den Maßstab hier entsprechend genauso wieder zurückstellen, dass wir sagen, nee, Schrifthöhe ist mir jetzt wieder zu groß, möchte ich wieder etwas kleiner haben. Und auch das Koordinatensystem könnten wir jetzt entsprechend hier einstellen. Was mich aber immer noch stört, ist die Darstellung der Legende selber. Ich möchte sie also letztendlich verschieben. So, jetzt gehen wir mal hier rein und sagen, okay, Einfügepunkt. Und das ist natürlich der Bereich, den Sie hier auf jeden Fall noch korrigieren können. Im Moment sagt er sich, Abstand von links 0,2 cm, das kollidiert nicht, das kann ruhig so bleiben. Aber der Ansta Abstand von oben ist mir zu gering, weil ich komme in den Bereich der Farblegende. Also sage ich mal einfach, verschieben wir auf ja einen Abstand 1,2 cm von oben und schon hätten wir entsprechend diese Darstellung hier zum Beispiel korrigiert gut wenn wir das haben damit haben wir eigentlich alle Einstellungen die wir hier zur Verfügung haben entsprechend korrigiert was vielleicht auch interessant ist Verzerrungsfaktoren was ist das nur wieder im Moment haben wir ja einfach eine normale Draufsicht von oben das heißt Verzerrung ist nicht vorhanden aber es könnte natürlich sein dass sie in einer 3D Darstellung auch gerne trotzdem noch was rausmessen wollten, dann könnten Sie entsprechend die Verzerrungsfaktoren hiermit in die Legende schreiben lassen. Nur dass Sie wissen, wofür ist dieser Bereich hier da. Ich schiebe meine Legende mal wieder an den Bildrand zurück. Und ja, als nächstes kommen wir hier oben zu dieser Farblegende. Wo können wir die wieder einstellen? Es geht noch nicht um die Farbbereiche. Das ist davon völlig getrennt, dazu kommen wir auch noch. Sondern es geht jetzt erstmal nur um die Darstellung der Legende hier oben. Diese Farblegende finden wir letztendlich hier genauso im Grafiklayout, aber hier in dem Bereich Farbskala. Was können wir hier machen? Wir können natürlich sagen, okay, ich möchte sie generell am linken Rand, am rechten Rand, am oberen Rand oder auch in die Grafik verschoben darstellen. Ich sage mal, ich möchte sie an den linken Rand verschieben. So. Damit haben wir sie hier entsprechend dargestellt. Ähm, dann haben wir hier, ja, verschiedene, ja, Maßstabsbereiche, so will ich es mal nennen, beziehungsweise Darstellungsgrößenbereiche. Wir haben einmal die Höhe der Legende, das ist immer die Längsausdehnung sozusagen in dieser Legende. Entsprechend, wenn sie oben am oberen Rand ist, natürlich diese Ausdehnung. Dann können wir sagen, okay, sie soll 80 der Bildfläche zum Beispiel haben. Aber sie soll zum Beispiel maximal 20 cm sein. Hier, wenn wir mit dem A4-Querformat arbeiten, würde der Bereich nicht zuschlagen, sondern hier hätten wir eher die 80%. Dann möchte ich hier zum Beispiel sagen, okay, die Farbflächen selber sind mir zu klein. Ich möchte die mal etwas größer darstellen, nämlich nicht in einem bestimmten Bereich, sondern ich sage einfach, die sollen ja, 0,5 cm groß sein dann werden diese farbflächen hier entsprechend auch so dargestellt wie sie es wollen genau breite der legende das ist sozusagen die ausdehnung in dieser richtung wo wir farben und zahlen nebeneinander stehen haben auch die könnten wir jetzt ein bisschen breiter machen wenn ich wollte ich gehe mal auf 15 und maximum 2 cm da können wir ruhig maximal 3 cm machen Schrifthöhe der Legende können wir hier natürlich entsprechend einstellen, genauso Schriftbreitenfaktor. Ich gehe erstmal kurz raus, damit wir das Entgegen entsprechend hier auch sehen. Was aber noch interessant ist, ist dieser Einfügepunkt. Wir haben hier noch einen Parameter Einfügepunkt. Was ist der damit gemeint? Wir haben ja jetzt hier einen Bereich, wo die Zahlen dargestellt werden. Und diese Zahlen können entweder am ja, linken rand positioniert werden das heißt in dem moment würden sie nach innen angerichtet an den farben direkt erscheinen das sieht man hier sehr schön auch bei den unterstrichenen min und max-werten die wir hier noch mit dargestellt haben jetzt ist, sind die zahlen dichter an die farbfelder angerückt dann können sie natürlich Außen entgegengesetzt zu den Farben dargestellt werden. Jetzt sind sie nach außen gerutscht oder nach innen in die Grafik, weg von den Farbfeldern. Und man könnte auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte es zentriert darstellen, also mittig. Denken Sie dran, diese Farbflächen oder diese Beschriftungen können ja auch andere Eigenschaften sein, wie Betonmengen, wo noch viel mehr Text ist als diese Zahlen. Ähm, entsprechend wird der Bereich natürlich größer und kleiner. Und wenn ich meine ja, Skalierung der Farben, die Einstellung der Farbskala so wähle, dass der Min- und Max-Wert nicht automatisch hier auch direkt mit auftaucht, dann verschwinden natürlich auch diese unterstrichenen, ja ich sag mal, die, die Markierungen. Dieses Unterstriche heißt einfach nur Max- und Min-Wert. Gut, Anzahl der Nachkommastellen ist klar, kann ich hier fest vorgeben. Kann aber wieder sagen, korrigier es bitte, falls es nicht ganz passt. Je nach Ergebnisgröße, es könnten ja auch zum Beispiel Spannungen sein oder Schnittgrößen, wo man entsprechend mehr Schnitt- oder Nachkommastellen bräuchte. Das können wir entsprechend so lassen und natürlich Textfarbe und Hintergrunderstellung. Super. Damit hätten wir diese Einstellungen erst einmal getroffen und wir müssen uns um die Farben selber kümmern. Die Farben und Farbbereiche dieser iso linien oder ISO-Flächendarstellung, die können Sie am besten einstellen, wenn Sie hier mit dem Doppelklick auf diesen Layer direkt ja, die Einstellung aktivieren und dann haben Sie hier hinten einen Bereich ja, Füllfarben. Und genau das sozusagen ist der Bereich, wo Sie einstellen, wie viele Füllfarben Sie haben und wie der Abstand zueinander ist. Was haben wir hier an Möglichkeiten? Ich sage mal, ich möchte keine Farbdarstellung haben sondern ich möchte zum Beispiel Graustufen haben. Dann habe ich hier entsprechend so eine Darstellung. Oder, gerade im Bereich der Bewährung könnte das zum Beispiel Sinn machen. Ich möchte auch keine Graustufen haben. Ich möchte Schraffuren haben. So, jetzt haben wir hier natürlich nur eine bestimmte Anzahl von Graustufen zu, oder Schraffuren zur Verfügung und entsprechend werden diese hier auch Umgesetzt. Wenn wir wollen, gerade, ja, 40 Unterteilungen, also 40 Bereiche hatten, sind das entsprechend hier natürlich, ist das so reduziert werden, warum weiß natürlich auch entsprechend zu den vorhandenen Schraffuren passen muss. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Und ich schalte hier das Ganze mal wieder um auf die Farben. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Ich sage einfach mal RGB-Farben lassen wir so. Und ja, jetzt kann ich hier sagen, okay, ich möchte aber bloß, ja, 30 Unterteilungen, 30 Bereiche haben. So. Wenn ich das gemacht hat, hat er hier das automatisch angepasst. Das heißt, die Schrittweite entsprechend das Delta würde korrigiert von, ja, Min- und Max-Wert entsprechend. Und hier eingestellt mal gleiche Schrittweite. Wenn Sie wollen, können Sie hier natürlich auch andere Schrittweiten auswählen. Wir haben da einiges für Sie vorbereitet. Je nachdem, was Sie gerade möchten. Oder wenn Sie wollen, Sie können natürlich auch hier entsprechend gleiche oder separate Bereiche vorgeben. Das könnte zum Beispiel Sinn machen, wenn wir sagen, okay, wir haben bestimmte Bewährungsbereiche, Grundbewährungslagen, die Sie hier mit einstellen wollen. Dann können Sie diese Bereiche entsprechend natürlich auch einstellen. Aber dann gibt es noch einen Haken, hier Nulllinie. Dazu gehe ich mal hier ein bisschen weiter runter, um Ihnen die Wirkung zu zeigen. So wir haben hier sagen wir unsere Nulllinien unseren Nullwert. Und jetzt haben wir natürlich unseren Abstand nach oben, unseren Abstand nach unten und wir sehen im Moment habe ich zwar einen fixen Abstand zwischen den Farbfeldern ein delta definiert. Aber hier im Bereich der Nulllinie passt das nicht zusammen, weil er natürlich von Min nach max geht und dadurch hat er hier einmal einen kleineren Bereich. Und damit er das ausgleicht, entsprechend hier einen größeren Bereich. Wenn ich jetzt sage, okay, nein, passe es mir bitte an, so dass die Deltas von der Nulllinie in gleichen Abständen nach oben und nach unten, also in den positiven wie in den negativen Bereich wandern, so wird dieser Nullbereich, dieser Nullwert als Ausgangspunkt in beide Richtungen genommen. Und die Deltas werden entsprechend gerechnet, was natürlich dazu führen wird, dass wir hier am Endbereich oder am Endpunkt dann entsprechend nicht mehr ganz das Delta zum Beispiel einhalten können. Aber ist egal, damit haben wir auf jeden Fall hier entsprechend diese Einstellung. Was haben wir noch? Jetzt haben Sie hier, ich gehe mal ganz nach oben, ähm, Haken. Was haben die wieder zu sagen? Hier erstmal die Markierung, wenn Sie irgendetwas löschen wollen. Etwas einfügen wollen, dann würden Sie das hier entsprechend markieren. Und könnten dann hier die Buttons für löschen beziehungsweise einfügen aktivieren. Aber wozu ist dieser Haken da? Stellen Sie sich vor, Sie möchten ja bestimmte Grenzfarben oder Zwischenfarben direkt festlegen. Und genau das können Sie hier machen. Ich kann also sagen, okay, ich fange an mit dieser Farbe rot. Und dann gehe ich jetzt hier mal rein und sage, okay, ich möchte dort eine andere Farbe haben. Ich mache mal jetzt was ganz komisches, mal sehen. Ich nehme zum Beispiel dieses Grün. So, jetzt habe ich hier eine neue, ich sage es mal, Stützfarbe eingestellt. Und dann wird er entsprechend von Rot nach Grün die Farben neu aufteilen, um diesen Farbübergang entsprechend zu definieren. Ich kann also hier über diesen Haken entsprechend Stützfarben definieren, die dann entsprechend dazu führen, dass die Darstellung hier auch angepasst wird. So, jetzt passt natürlich hier das Grün nicht mehr, also gehe ich mal ganz kurz zurück und sage wieder RGB-Farben. Damit bin ich wieder entsprechend bei meiner normalen Geschichte. Beziehungsweise schalten wir es mal um, einmal hin und einmal zurück. Damit stimmt die Einstellung wieder so, wie sie per Default war. Muss allerdings auch hier wieder zurückschalten auf die 30. Denn wenn ich das hier umschalte, geht er natürlich auch auf die Standard-Voreinstellung wieder zurück. Gut. Damit habe ich das entsprechend hier eingestellt und könnte jetzt eigentlich hier erstmal diesen Bereich verlassen. Super. Jetzt haben wir nur noch eine Einstellung, die will ich Ihnen auch noch zeigen. Ähm Ach nee, sind noch nicht ganz fertig. Hm, manchmal sagt man sich, okay, ich habe zwar einen Min und einen Max-Wert. Aber mich interessieren zum Beispiel nur ein bestimmter Wertebereich. Das könnten zum Beispiel hier sein, dass ich nur die Bereiche angezeigt bekommen möchte, wo ich Zugspannungen habe. Dann können Sie hier natürlich jederzeit sagen, okay, mein Bereich geht von 0 bis in den positiven Bereich herein. Dann wird er das entsprechend hier aufteilen. Und wenn ich das hier umschalte, sehen Sie entsprechend auch diese Darstellung hier sofort. So, damit habe ich hier ganz klar gesagt, okay. Das sind also meine Bereiche mit den entsprechenden Zugspannungen. Und ja, jetzt könnte ich hier natürlich wieder die Anzahl der Größen noch einstellen. Man sieht gerade, die Zahlenlegende ist nicht ganz lesbar. Machen wir die mal ein bisschen größer. Damit wir die auch entsprechend hier besser lesen können. Super. Und jetzt sieht man hier übrigens sehr schön, der Maximalwert ist hier entsprechend noch vorhanden, auch mit dieser Farbe zugeordnet. Er ist hier unterstrichen, aber hier der Minimalwert, der ist schon außerhalb des Bereiches. Was ja auch klar ist, weil hier haben wir letztendlich unsere Druckbereiche. Gut. Was haben wir noch? Gehen wir hier nochmal rein in die Füllfarben. Und... Jetzt gibt es hier eine Schalt oder einen Schalter nur Flächenrand. Wofür ist das da? Das macht hier bei dieser ISO-Flächendarstellung erstmal keinen Sinn. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben Ergebnisse, die Sie elementweise darstellen. Das können Lasten sein. Das können Elementeigenschaften sein wie Betonsorten oder wie auch immer. Und dann wollen Sie letztendlich nicht, dass diese Bereiche so klassisch ausgefüllt werden, sondern sie sagen, okay, die zusammengehörigen Bereiche sollen einfach nur eingerahmt werden mit der entsprechenden Füllfarbe. Und genau dafür ist dieser Haken da. Ich gehe mal hier kurz rein in diese Darstellung und hier nutze ich jetzt diese Darstellung Flächenrand. So, ich gehe noch mal kurz mit der Einstellbox zur Seite. Sie sehen, ich habe eine elementweise Darstellung, pro Element eine Eigenschaft und die Felder oder die einzelnen Elemente sind gleichmäßig eingefärbt nicht wie bei der Iso-Flächendarstellung, wo wir ja dann mitten im Element noch Übergangsbereiche haben. Und wenn ich jetzt sage hier nur Flächenrand, dann sehen Sie sofort, was er hier macht. Er bildet also sozusagen einen Rahmen um die entsprechenden Bereiche. Und damit würde man zum Beispiel ja die Lesbarkeit der Zahlen erhöhen beziehungsweise auch sagen: Okay, ich will ein bisschen ja Material sparen, Druckertinte, Toner oder was auch immer. Dann könnte man hier entsprechend die Bereiche so darstellen. Super. Damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas gelernt, was Ihnen ja in Ihrem Sophistik Alltag hilft. Ich bedanke mich wieder bei Ihnen für ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistik-Einsteiger.de.